zuerst einmal herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid, dass wir diesen Raum also schon füllen konnten. Es geht sich perfekt aus. Und wir haben jetzt einen Service-Stopp gebeten beim Kellner. Und wir werden jetzt in den nächsten halben Stunde, 30 Minuten, der Fabian und ich gemeinsam unsere Kampagne vorstellen. Wir wollen nämlich die IBÖ, ja, haben wir nur aufgebaut, nicht, dass wir bei Bier zusammensitzen können, sondern um einen Zweck zu folgen, also eine politische Bewegung. Und wir sind jetzt groß genug in Österreich, haben in jeder größeren Stadt eine Gruppe, ja, Aktivisten. Wir wollen jetzt versuchen, auch einzugreifen in die politischen Debatten und Diskurse Österreichs. Wir wollen eine Kampagne starten, die in den nächsten Monaten losrollen wird. Und der Titel heißt Der große Austausch. Diesen Begriff wollen wir in die österreichischen metapolitischen Debatten, politischen Debatten einbringen. Und um euch das quasi als allererster näher zu bringen, das Thema, werden wir jetzt eine kleine Präsentation halten. Der Fabian wird jetzt beginnen damit. Genau. Wie der Martin schon gesagt hat, die heutige Veranstaltung steht ganz im Zeichen dieser Kampagne Der große Austausch. Ich werde kurz in dem Redebeitrag auf die aktuelle demografische Lage eingehen. Der Martin wird dann fortfahren und über die Schweigespirale reden, die über dieser Thematik liegt, und sozusagen den Einsatzplan für diese Kampagne kurz umreißen. Der große Austausch, ein Begriff, den die Franzosen schon seit längerer Zeit benutzen, für die demografische Katastrophe in Europa. Dieser Begriff soll auch bei uns jetzt etabliert werden. Jeder in der österreichischen Bevölkerung, der über die Überfremdung spricht, soll vom großen Austausch sprechen. Ja? Wir haben es auch geschafft, in den letzten Jahren den Begriff Identitär in die Politik zu bringen. Ja? Man liest immer öfters bei FPÖ-Politikern, die ethnokulturelle Identität sagen oder auch von der Überfremdung und von der Bewahrung unserer Identität sprechen. In der Vergangenheit haben wir oft über die Massenzuwanderung bzw. über die Islamisierung gesprochen. Ja? Im Zuge dieser Kampagne wollen wir den Hintergrund unserer Selbstabschaffung beim Namen nennen. Es ist ein Ereignis, dessen Tragweite eine Zäsur in der europäischen Geschichte darstellt. Nämlich die Vernichtung der ethnokulturellen Identität aller Europäer. Nicht nur der Österreicher, sondern aller Europäer. Jean Raspail, Autor mehrerer lesenswerter Bücher, den gewiss einige von euch kennen, schreibt: Das beinahe friedhofsartige Schweigen der Medien, Regierungen und der städtischen Behörden über den demografischen Zusammenbruch der Europäischen Union ist eines der erstaunlichsten Phänomene unserer Zeit. Jedes Mal, wenn in meiner Familie oder im Freundeskreis eine Geburt stattfindet, kann ich dieses Kind nicht ansehen, ohne an das Schicksal zu denken, das sich über ihm dank der Fahrlässigkeit unserer Regierungen zusammenbraut und dem es sich stellen muss, wenn es das Erwachsenenalter erreicht haben wird. Der große Austausch meint, dass unser Volk innerhalb weniger Jahrzehnte durch andere Völker ersetzt wird. Wir werden zur Minderheit im eigenen Land. Die eigene Bevölkerung schrumpft und die höhere Geburtenrate der Migranten macht den Rest. Man werfe einen Blick in westeuropäische Großstädte wie Paris oder London, aber auch in kleinere Staaten wie in den Niederlanden, Rotterdam zum Beispiel, wo auch schon ein muslimischer Bürgermeister an der Macht ist. Aber auch hier in Wien spüren wir die Auswirkungen der Multikulti-Politik schon mehr als deutlich. Man wechselt den Griff und die Klinge des Messers. Ist es immer noch das gleiche Messer? Wir sagen nein. Diese Überfremdung bricht aber nicht über uns herein wie eine Naturkatastrophe. Nein, sie wird seit langem von unseren Politikern, von weltweit agierenden Konzernen und den linksdominierten Medien vorbereitet und nach allen Kräften gefördert. Wem dient denn diese Entwicklung vorrangig? Dem Kapitalismus. Als Arbeitsnomaden dienen Migranten, die unser Land strömen, den globalen Großunternehmern, den Global Players, die immer mehr Einwanderung fordern, um das Lohnniveau zum Beispiel zu drücken. Der Bedarf an billigem austauschbarem Humankapital ist im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos. Die Linke fördert nebenher die Auflösung der ethnokulturellen Identitäten und ist sozusagen der Handlanger dieses kapitalistischen Systems, indem sie den Weg planiert. Das heißt, die Auslöschung jeglicher Identität, um einen weltweit umspannenden Markt leichter zu etablieren. Der große Austausch ist nicht nur visuell wahrnehmbar.
indem man zum Beispiel zu Stoßzeiten mit der U6 eine U-Bahnfahrt unternimmt, sondern auch vor allem in Zahlen und Statistiken messbar. Es ist eben, wie uns oft gesagt wird, nicht nur ein dumpfes Gefühl oder Xenophobie, das uns unsere Stadt oftmals fremd erscheinen lässt. Es ist keine Einbildung. Die Fakten sprechen für sich. Darf ich kurz bitten? Ja. Hier haben wir eine Statistik zur Wiener Bevölkerung nach Migrationshintergrund und Altersgruppen. Ihr könnt es vielleicht nicht genau erkennen, aber der Trend ist zu sehen, wenn ich das kurz umreiße. Auf der X-Achse haben wir die Altersgruppen, zum Beispiel am Anfang 0 bis 4, 5 bis 9 und so weiter. Und auf der Y-Achse die Prozentzahl in der Gesamtbevölkerung. Wir sehen hier bei 0 bis 4, bei 0 bis 4-jährigen Kindern, dass der Prozentsatz an Migranten bei über 70% liegt. Ja? Das ist der Ist-Stand in der Stadt Wien. Wobei hier muss auch gesagt werden, die dritte und vierte Generation ist hier gar nicht mehr drin. Ja? Die ist nicht erfasst nach der Definition, die Stadt Wien festgelegt hat für diese Statistik. Wir sehen hier ganz klar, Ist-Stand, das ist im Jahr 2010 bis Mitte 2011. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Ja? In 20 Jahren wird diese Spitze nicht hier am Anfang stehen, sondern hier in der Mitte. Ja? Was folgt daraus? Nicht nur diese Spitze verschiebt sich, dadurch, dass über 70% der 30- bis 34-Jährigen, die gerade Kinder bekommen, in dem Alter sind, erhöht sich natürlich auch die Zahl hier. Ja? Man muss aber auch sagen, wenn man diese Statistiken beleuchtet, dass es bald kein Ausländer mehr geben wird, nach den Kriterien, die heute von der Statistik Austria zum Beispiel für Migrationshintergrund festgelegt ist. In 50 Jahren, vorausgesetzt es findet keine Masseneinwanderung mehr statt, keine Einwanderung mehr, gibt es keine Migranten mehr nach diesen Kriterien. Eigentlich unfassbar. Das heißt, wir haben ein ganz kleines Zeitfenster, in dem wir überhaupt noch mit diesen Zahlen argumentieren können. Und nicht nur in Wien findet diese Entwicklung statt, sondern auch in Gesamtösterreich. Bundesweit haben bereits über 20% Migrationshintergrund. Eine ganz spezielle Zahl, vielleicht noch im Alter von 0 bis 2 bundesweit, haben 37,5% Migrationshintergrund. Wobei wieder gesagt werden muss, dass die dritte und vierte Generation hier nicht beinhaltet ist. Ich darf kurz ein Zitat bringen der Stadt Wien, die diese Studie veröffentlicht hat. Das nennt sich nämlich Diversitätsmonitor. Und ich zitiere kurz aus diesem Diversitätsmonitor. Mit diesen Zahlen kommt zum Ausdruck, dass es heute zur Normalität einer europäischen Großstadt gehört, von internationaler Mobilität und Pluralität geprägt zu sein. Die Stadt, ihre Menschen, ebenso wie Politik und Verwaltung, müssen sich in dieser Realität positiv wiedererkennen können und lernen, als Aufnahmegesellschaft zu funktionieren. So die Stadt Wien zum großen Austausch. Die autochthone Bevölkerung schrumpft und die Gruppe derer mit Migrationshintergrund wächst weiterhin. Am Anfang stand die Einwanderung der türkischen Arbeiter im Jahre 1964, einigen ist das vielleicht bekannt, als Österreich da diesen Vertrag abgeschlossen hat mit der Türkei. Ein paar Wochen später standen schon die ersten türkischen Gastarbeiter vor der Tür. Damals lag der Migrantenanteil bei 1,4% bundesweit, 1960. Man muss sich das mal vor Augen halten, ja, 1960, das ist nicht so lange her. Ja. Innerhalb weniger Jahrzehnte wird hier unsere Bevölkerung einfach ausgetauscht. Ja. Seither wächst die nicht-autochthone Bevölkerung stetig. Und die autochthone Bevölkerung, die schrumpft. Ja, das ist ganz klar ersichtlich an den Zahlen, an den Statistiken, dass wir jedes Jahr kein Plus haben. Es gibt nicht mal einen Ausreißer. Ja? Es ist jedes Jahr ein Minus. Jedes Jahr ein Minus an ein paar Prozentpunkten. Also man kann sich ausrechnen, wie sich das Ganze verschieben wird. Gleichzeitig zu diesen ganzen Entwicklungen wandern jährlich, beziehungsweise im Jahre 2013, etwa 6.000 Österreicher aus. Und im Jahr 2013 135 Ausländer ein. Minus die Wegzüge macht das ca. 60.000 Menschen. Das entspricht der Größenordnung von Villach. Das heißt, wir haben jedes Jahr vermutlich Einwanderung, die in der Größenordnung von Villach liegt. Ja? Also eine ganze Stadt wandert ein, kann man sagen. Neben der Abwanderung ist auch die niedrige Geburtenrate natürlich ein Grund für das Schrumpfen unseres Volkes. Die Österreicher bekommen im Schnitt nur 1,3 Kinder, während die Rate bei Türken bei 2,3 liegt.
Also man sieht, man kann sich ausrechnen, wann es vorbei sein wird. Das in Kürze die aktuelle Lage. Danke. Fabian hat uns jetzt einige sehr erschreckende Zahlen vorgetragen und damit eigentlich nur zum Punkt gebracht, zu Papier gebracht, was wir eigentlich alle schon irgendwie dumpf ahnen und wissen. Und ich möchte mich nochmal bedanken an Philipp und an Christoph, vielleicht können Sie kurz aufstehen, das waren nämlich unsere beiden Aktivisten, die in mühseliger Kleinarbeit im letzten Monat alle Zahlen, Daten und Fakten zusammengetragen haben, die es in Österreich offiziell zu haben gibt. Ja. So etwas gab es eigentlich, glaube ich, in der gesamten Geschichte auch patriotischer Bewegung noch nie. Ja. Wir haben in mühseliger Kleinarbeit die drei verschiedenen Migrationshintergrundbegriffe, die es gibt, gegeneinander abgegrenzt, ja, und haben damit ein Bild aufgebaut und also ein Szenario eigentlich vorher berechnet, das eigentlich schon an sich katastrophal ist. Was aber dabei aufgefallen ist, und das eigentlich wirklich das Erschreckende war, dass an den zentralen Punkten, den zentralen Stellen, bei den zentralen Fragen die Zahlen einfach nicht zu haben sind. Die Zahlen einfach verschwiegen werden und ganz bewusst, oder Christoph hat so gesagt, es war irgendwie so ein Gefühl, als würde ganz bewusst versucht, die Zahlen zu zerstreuen, die Zahlen zu schönen, ja, damit das Ganze aus den Zahlen nicht mehr klar hervorgeht, was hier mit uns passiert. Und dieses Naturereignis, unter Anführungszeichen, die Politiker das darstellen wollen, dass es jetzt einfach zur europäischen Großstadt dazugehört, wie es zum europäischen Wetter dazugehört, dass es ein Winter gibt, gehört zur europäischen Großstadt dazu, dass sie vielfältig wird, dass wir Aufnahmegesellschaften werden. Das ja, ist eben kein Naturereignis, kein Zufall, und das erkennen wir zuallererst daran, dass versucht wird, es geheim zu halten. Dass versucht wird, Desinformation darüber zu betreiben. Wenn jemand beginnt zu lügen, ja, um den heißen Brei herumzureden, merkt man, der hat etwas geplant, der hält etwas geheim, der hat irgendwie Angst davor, dass etwas ruchbar wird. Und ich möchte meinen kurzen Redebeitrag zusammenfassen, wie die Feinde eines identitären Aufbruchs, die Multikultis, unsere Gegner, die den großen Austausch betreiben, weil hinter großer Austausch, das ist auch die Parole, stecken die Austausche, die den Austausch betreiben, mit drei Werkzeugen, drei wesentlichen Werkzeugen, die Bewusstwerdung des österreichischen Volkes, aber auch aller Völker in Europa über dieses Phänomen verhindern und damit auch verhindern, dass es eine Gegenbewegung gibt und dass eine Gegenbewegung entstehen kann. Und diese drei wesentlichen Punkte kann man an folgenden Schlagworten festmachen. Erstens Desinformation. Die Zahlen sind unvollständig und werden geschönt. Zweitens die Moralkeule. Das Thema und die Frage selbst werden an sich als rassistisch dargestellt, als nicht debattierbar. Und drittens Ablenkung. Scheinfragen und Scheinthemen werden in den Vordergrund gerückt, um über diesen großen Austausch hinwegzutäuschen. Denn, dass wir am Rande, wir wissen sehr bewusst, ja, dass das die zentrale Frage überhaupt ist. Wenn wir uns fragen, soll Österreich eher föderal oder zentralistisch sein? Ja? Eher für Umweltschutz oder gegen Umweltschutz? Für Windkraft oder gegen Windkraft? Das sind alles so kleine Debatten, Klimawandel, ja, nein, die auch in den rechten Kreisen, sag ich mal, oft hin und her fließen. Aber wenn es unser Volk gar nicht mehr gibt, sind all diese Fragen komplett hinfällig geworden. Also der große Austausch, die Frage nach unserer Ethnokulturalität, Identität ist die zentrale, große und wichtige Frage überhaupt, die, ich werde später nochmal darauf zu sprechen kommen, selbstverständlich nichts mit Rassismus oder Rassenreinheit zu tun hat. Der erste Punkt, die Desinformation. Also es wurde bereits angesprochen, es findet eine breit angelegte Desinformation statt. Eine Zahl, das hat Fabian auch schon gesagt, dass dieser Migrationshintergrundbegriff so aufgebaut ist, dass es ein sogenanntes Generationenfading gibt. Das heißt, es werden immer weniger erfasst, selbst wenn es keine Ausländer einwandern, ja, würde es in 30 Jahren keinen einzigen Menschen mehr mit Migrationshintergrund in Österreich geben. Trotzdem werden die Österreicher, ja, und die ganzen Franzosen, die Engländer, was man darunter versteht, ausgetauscht. Ja. Das heißt, wir sehen hier einerseits einen bewusst falsch gewählten Begriffe und bewusst nicht herausgegebene Zahlen und Daten. Gleichzeitig aber wird auch auf zwei Schienen eine Desinformation, eine Verschleierung, eine Kaschierung betrieben. Und zwar den alten Österreichern wird in den Medien, die sie konsumieren, in Krone-Zeitungen, brauchst du das ORF2-Fernsehprogramm anschauen, ständig eine heile Welt vorgegaukelt. Da sind die volkstümlichen Weißen, die Musikantenstadel, da ist die Mein Liebste Weiß und Haris Liebste Hütten. Und wenn sie da irgendwelche Ausnahmen sehen, dann nur so den netten Alaba, ja, oder irgendwie so nette Ausnahmebeispiele. Und wenn in der Zeitung was steht von Bevölkerungswachstum, ja, dann sieht man immer Bilder von inländischen österreichischen Babys, herzig. Ja. Aber in Wirklichkeit, ja, sehen wir, hinter dieser Fassade verbirgt sich ein kompletter Austausch. Der österreichischen Jugend hingegen, die nämlich schon in der Minderheit ist und nicht mehr in der Mehrheit wie die Alten, ja, wird von Anfang an eingetrichtert, dass Multikulti Normalität, Schicksal und Fortschritt ist, in der Schule ständig diese Bilder, ständig die Zahlen, die Daten, die Fakten, ja, dass das Ganze einfach eine Sache ist, die man,
die man stumm und passiv akzeptieren muss. Das heißt, man sieht, wo die Bevölkerung der Mehrheit ist noch, ja, die Inländer in dem Bereich, da wird eine heile Welt vorgegaukelt, ja, und in dem Bereich, ja, wird massiv Propaganda betrieben, wird so getan, als wäre das einfach zu akzeptieren. Zu dieser optischen Desinformation gibt es eine gezielte Begriffsmanipulation. Wir wissen, Begriffe prägen das Denken, die Sprache prägt das Denken. Und aus diesem Grund wird versucht, mit Vielfalt, Buntheit, Fortschritt, Offenheit und so weiter und so fort, diesen großen Austausch, also das Positives und Begrüßenswertes darzustellen. Alles, was irgendwie mit Patriotismus zu tun hat, was irgendwie mit Heimat und Volk und Kultur zu tun hat, wird als rechts und gestrig, engstirnig und begrenzt dargestellt. Das heißt, wir sehen, dass hier versucht wird, auch mit den Sprachen, mit den Begriffen, gezielt das Denken zu steuern. Die Bilder werden gesteuert. Das ist auch der Grund, warum wir eben auch versuchen, Begriffe hineinzubringen, um hier in diesem Infokrieg gegenzusteuern. Das Wichtigste aber bei Desinformation ist, dass keiner Klartext redet. Dass immer wieder so Statistiken hochkommen, so und so viel Prozent haben Migrationshintergrund, so und so viel Prozent sprechen nicht Deutsch, ja, dann so und so viel Prozent identifizieren sich nicht mit Österreich, das kommt alles immer wieder hoch, aber das verschwimmt in so einem großen Wust an Einzelinformationen, keiner kennt sich aus, aber kein Politiker spricht Klartext. Keiner sagt uns ganz klar, wann wir zu Minen im eigenen Land werden. Keiner sagt uns ganz klar, dass hier ein großer Austausch betrieben wird. Und keiner hat bis jetzt unser Volk gefragt in einer Volksabstimmung, ob wir das Ganze überhaupt wollen. Es wird also mit gezielten Bildern, gezielten Begriffen, gezielten Verschleierungen und Täuschungen eine Desinformation betrieben, die das ganze Thema gar nicht hochkommen lässt. Man redet auch darüber nur hinter vorgehaltener Hand, am Stammtisch oder hier, wie man sieht, in einer noch politischen Randgruppe. Ja, noch. Der zweite Punkt, die Moralkeule. Die Moralkeule, die schließt gleich direkt daran an, ja, versucht, indem man eben die Leute seit Jahrzehnten mit einer psychischen Konditionierung dahingehend prägt, dass alles mit Volk, Heimat und Kultur böse und negativ ist, indem man versucht, den Leuten einzupflanzen, dass bereits das Ansprechen dieses großen Austauschs, also bereits das Anmerken und Fragen, ob wir als Österreicher, als österreichische Kultur leben dürfen, eine Zukunft haben dürfen, dass bereits diese Frage, das Besprechen des Themas, an sich böse und gefährlich wäre. Wie so eine Tabu-Insel beim eingeborenen Stamm, wie die verbotene Frucht am verbotenen Baum im bunten Multikulti-Paradies, so wird das Thema vom großen Austausch gemieden und jeder von euch im Raum hat das schon mal gespürt und jeder kennt das, bin mir ganz sicher. Jeder von euch hat irgendwo einen Bekannten, den Arbeitskollegen, den Freundeskreis, wo er nicht offen reden kann über das Thema, wo er sich zurückhalten muss, wo irgendwie das Gefühl hat, wenn ich da jetzt über das anspreche, ja, dann werde ich von diesen Leuten gemieden, dann werde ich isoliert. Ja? Und genau das ist die grundlegende Sache, die wir in dieser Moralkeule überall in unseren Mitmenschen spüren. Es ist im Grunde jeder Österreicher zu einer Art Privatinquisitor geworden. Ein Privatinquisitor, der die Multikulti, Political Correctness, die eigentlich die Meinungsfreiheit schon längst abgelöst hat, in seinem eigenen Hoheitsgebiet, Arbeitsplatz, Schule, Familie, peinlich genau bewacht. Und das bei vielen dabei ist, dass bereits die neutrale Thematisierung des großen Austauschs als rassistisch gilt. Wenn wir sagen, wir wären zumindest im eigenen Land, ganz nüchtern neutral, gilt das bereits als rechtsextreme Hetze. Das gilt bereits als Angstmache. Wenn wir sagen, die Österreicher, also die autochthonen, eingeborenen, indigenen Österreicher, die Europäer, wären zumindest im eigenen Land, wir werden doch nicht Europäer ersetzt. Ganz wichtig ist da am Rande, dass eben diese Sache in allen europäischen Völkern stattfindet. Daher die Einwanderung, die wir jetzt haben aus anderen europäischen Ländern, eine europaweit gesehene Bevölkerungsverschiebung ist, mit der wir auch an sich kein Problem haben, weil das eben kulturell und sonstig nahestehende Länder sind. Es geht um die außereuropäische Einwanderung, die dazu führt, dass die europäischen Völker alle insgesamt ersetzt werden, durch diese große, massenhafte Bevölkerungsbewegung. Und wenn man das nur thematisiert, neutral, gilt man bereits als rassistisch. Es gilt bereits das Ansprechen der Tatsache, dass wir ausgetauscht werden, als eine Art von Verhetzung. Und wenn man nach dieser neutralen Thematisierung nicht sofort hinzufügt, wie herrlich das ist, wie großartig, was für eine Chance das ist, dass alles bunt wird, wie uns darüber freuen, dass wir ausgetauscht werden, dann ist man sowieso schon Ausländerfeind, Nazi und Rassist. Das heißt, den Österreichern wird es durch diese Moralkeule unmöglich gemacht, ihre Identität, ihre Geschichte, ihre Heimat und ihr Recht auf Identität, Geschichte und Heimat, daraus fließend das Recht aus Zukunft, zu thematisieren und anzusprechen. Denn ein österreichisches Volk mit seiner Identität, Kultur und Geschichte gibt es ja nicht, wie uns Politiker und Lehrer, Professoren, Experten, Künstler und Kabarettisten seit Jahrzehnten einbläuen. Aber interessanterweise gibt es uns dann wieder doch, wenn es darum geht, dass wir uns für unsere Vergangenheit schämen sollen, dass wir für andere zahlen sollen. Da gibt es uns nämlich immer, ja. Aber wenn es um unsere Zukunft, unsere Identität geht, dann gibt es uns nicht. Das heißt,
Es wird einfach so getan, das gäbe es uns nicht. Das wäre es bereits ein rassistischer, aggressiver Akt, wenn wir nur die Tatsache ansprechen, dass wir verschwinden. Aber es gibt uns, wir sitzen ja hier als patriotische österreichische Jugendliche. Und wir sitzen auch in allen anderen großen Städten Österreichs, als Identitäre. Ja? Es gibt noch die patriotischen Österreicher. Es ist nicht so, dass es uns nicht gibt, sondern es wird uns bald nicht mehr geben und wir werden verschwinden, wenn weiterhin Politiker uns führen, die so tun, als hätten wir kein Recht auf Zukunft. Das heißt, die Moralkeule als zweites großes Werkzeug macht dieses Thema zu einem Tabuthema. Ja? Macht das als stellt es als rassistisch dar. Und wir sehen, wie das zusammenspielt. Die Desinformation macht uns unwissend, ja? Gibt uns nicht das klare Bewusstsein darüber, was passiert. Und die Moralkeule sorgt dafür, dass es auch so bleibt, weil keiner sich traut, an das Thema ranzurühren, die Fragen zu stellen. Ich habe auch gesprochen, auch im Zuge der ganzen Recherchen, mit einem Bekannten, der Demografie studiert, also geografische Demografie oder sowas in Richtung. Ja. Und der hat gemeint, das ist ein riesiges Tabuthema und wir haben dann nachgefragt nach genaueren Zahlen zum Migrationshintergrund. Da hat der Professor einen Wutanfall bekommen und gemeint, es wäre rassistisch, so etwas überhaupt zu fragen. Und daher bleibt alles eine diffuse Angst. Irgendwas stimmt nicht, die werden immer mehr, die werden immer weniger, das kann so nicht weitergehen, es ist eh schon zu spät, das murmeln die Leute vor sich hin am Würstelstand, auf den Stammtischen, aber mittlerweile auch immer in höheren bürgerlichen Kreisen, aber keiner ist sich der wirklichen Dringlichkeit und Gefahr bewusst. Keiner hat klare Zahlen und klar bestätigte, bewiesene Argumente und vor allem haben die Leute keine klare Parole, keinen klaren Begriff, ja, und keine Möglichkeit, diese Moralkeule zu knacken. Und aus diesem Grund schafft man es mit Desinformation und Moralkeule, die Leute stumm zu halten und in einer passiven Rolle des Ertragens, des Aushalten, des Warten auf irgendwas in der Ecke zu halten. Obwohl sie eine schweigende Mehrheit noch sind, da werde ich später zu sprechen kommen. Der dritte Punkt, der auch oft nicht beachtet wird, den wir aber mit dieser Kampagne ganz zentral ansprechen wollen, sind die sogenannten Scheinthemen. Scheinthemen, mit denen Patrioten Identitäre oft abgelenkt, zum Teil sogar oft gespalten werden, ob das bewusst gemacht wird oder nicht, darüber kann sich jeder selber entscheiden. Aber diese Themen haben alle etwas gemeinsam, und zwar, sie treffen und beschreiben reale Probleme, ganz klar, die existieren, aber sie treffen nicht im Kern die Frage aller Fragen, die Grundfrage, die Grundbedingung, nämlich die Frage nach unserem eigenen Existieren, nach als Österreicher, nämlich den großen Austausch. Es sind Symptome des großen Austauschs, aber nicht der große Austausch selbst. Konkret geht es hier um die Frage der Islamisierung, Asylwahn, Ausländerkriminalität, Gewalt von migrantischen Jugendgangs, Sozialbetrug etc. Das sind alles wichtige Themen und Fragen, die wir in vielen Aktionen auch zum Gespräch gemacht haben. Auch hier wird versucht, das klein zu halten mit Desinformation und Moralkeule. Aber wenn es gar nicht mehr geht und die Leute wirklich unnutzig aufbauen in der Bevölkerung, lässt man eher solche Themen zu. Ja? Lässt eher solche Themen zu, fast wie ein Ventil, um diese Wut abzulassen. Beispiel, ja, wie viele Talkshows zur Islamisierung kennt man? Gibt es jetzt ständig, aber wann wurde jemals in einem Talkshow die Frage des großen Austauschs, diese Frage, dass wir eine Minderheit im eigenen Land werden, konkret und klar angesprochen? Nie, nie, weil es nicht angesprochen werden darf, weil die Leute genau wissen, wenn das angesprochen wird, wenn das sich herumspricht, wenn die Leute einen Begriff dafür bekommen, für diese diffuse Angst, dann könnte in Österreich die Hölle losbrechen, insofern, dass die Leute einfach nicht mehr bereit sind, diese Politik, dieses System, diese Medien Tag für Tag mitzutragen, diese selber austauschen und dafür sogar noch zu zahlen. Sie verstehen nicht, dass wir nur einen ganz, ganz geringen Zeitrahmen haben, um das Ruder, die Tendenz herumzureißen in unserem Lande. Darum geht es uns nämlich hauptsächlich, diese Tendenz zu verändern. Es geht uns nicht darum, zu sagen jetzt, ja, weiß nicht, Ausländer raus, hin und her, sondern wir wollen einfach einen Tendenzwandel, eine Wende, ja, die dazu führt, dass wir mehr im eigenen Land bleiben können. Und diese Scheinthemen, die ich angesprochen habe, zeichnen sich auch dadurch aus, dass man sie lösen könnte, unter Anführungszeichen, ohne den großen Austausch als Problem anzugehen. Schauen wir uns an bei Asylwahn. Ja? Haben wir strengere Asylgesetze, wenn wir trotzdem noch massive Einwanderung haben von 150.000, 160.000 Leuten im Jahr, wie es derzeit der Fall ist, dann würden wir trotzdem ausgetauscht, auch ohne Asylanten, die zum Teil wirklich nur eine geringe Menge davon ausmachen. Islamisierungsfrage, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel nicht aus der islamischen Welt Einwanderer hätten, sondern lauter, weiß nicht, nette, atheistische, fleißige Koreaner, die auch nicht gewalttätig und kriminell sind und diese beiden Fragen auch abgehackt werden, würde es trotzdem dazu führen, dass irgendwann mal nach mathematischer Gewissheit, ohne jetzt irgendwie zu übertreiben, in diesem Land 90% Koreaner leben und 10% Österreicher, 90% der Vorfahren aus Korea kommen. Und da kann mir keiner erzählen, dass es dann noch eine österreichische Kultur und Identität gibt. Und
jeder von uns spürt auch irgendwie in seinem Herzen, dass es einfach nicht stimmen kann, dass es irgendwie eine Entwicklung ist, die wir nicht wollen, dass es irgendwie nicht richtig ist, dass es irgendwie, dass man als Patriot, als Wiener und Österreicher diese Entwicklung irgendwie nicht zustimmen kann. Und gleichzeitig meldet sich auch ein anderes Gefühl im Hinterkopf, ja, das Einkonditionierte, und vielleicht meldet sich auch in Form einer Stimme, eines von den Multikultis Gehirngewaschenen, dass dieses Gefühl bereits rassistisch wäre. Ja. Aber, und das ist die grundlegende Frage bezüglich der Moralkeule, es ist nicht rassistisch. Es ist nicht rassistisch und hat nichts mit Abwertung anderer zu tun, wenn wir einfach nur unser Überleben, unser Dasein, unsere Identität in diesem Land halten wollen und erkennen, dass durch diese Masseneinwanderung das Ganze bedroht und gefährdet ist. Das heißt, der große Austausch findet mathematisch statt. Es ist nicht rassistisch oder ausländerfeindlich, ihn zu thematisieren, und es ist die zentrale Frage unseres Landes, die offen gestellt und diskutiert werden muss. Und in diesem Satz habe ich jetzt alle drei Werkzeuge der Verschleierung eigentlich schon zerschlagen. Nämlich, erstens, der Austausch findet statt. Die Desinformation muss widerlegt sein. Es gibt klare Zahlen, es ist alles bewiesen. Die restlichen Zahlen, die zurückgehalten werden von den Medien, ändern nichts am bestehenden klaren beweisbaren Bild. Wir werden sie aber trotzdem lautstark einfordern. Die zweite Frage, diese Frage zu stellen, ist nicht rassistisch, nicht ausländerfeindlich. Wir werten damit niemanden ab. In keinem einzigen Punkt hetzt man, wenn man feststellt, was Sache ist und was passiert. Wir diffamieren auch nicht die Ausländer, wir rufen auch nicht Ausländer raus, wir reden auch nicht von Rassereinheit, wir wissen, dass es immer schon Einwanderung gab. Wir sind auch nicht dafür, Österreich hermetisch abzuriegeln. Wir sagen einfach, das, was heute passiert, ist keine normale Einwanderung mehr. Das hat nichts mehr mit kulturellem Austausch zu tun, das hat nichts mehr mit einer Vielfalt zu tun, wie es in Wien immer schon gab, wie wir sie auch gerne haben. Ja, ich meine, Gulasch, ja, Schnitzel, das ist ja klar, dass man als Wiener kein Rassist, Chauvinist oder jemand sein kann, der sich komplett abschließen will. Aber das, was heute passiert, hat damit nichts zu tun, sondern es ist eben der große Austausch. Und darum geht es, diesen Begriff auch ganz klar zu verankern und zu schaffen, damit man diese lächerlichen Argumente von wegen das Wiener Telefonbuch, Wien, die österreichische Habsburgermonarchie und so weiter und so fort auch widerlegen kann. Damals gab es einen kulturellen Austausch und ein Zusammenleben. Heute haben wir einen großen Austausch, in dem unser Volk und unsere Kultur verschwinden wird und ersetzt wird. Das heißt, und im dritten Punkt genau ist das Wichtige, dass wir diese Frage zur zentralen Frage machen. Zum wichtigsten Thema überhaupt, uns nicht ablenken lassen in den kleinen Randthemen, ja, und diese Frage zentral und lautstark stellen. Das heißt, wir müssen aufklären, Ängste nehmen und auf eine Frage alle Patrioten in Österreich einigen. Das sind die zentralen drei Ziele dieser Kampagne, für die auch die Identitäre Bewegung gegründet wurde. Wir müssen also der brennenden, aber bisher unsichtbaren Sorge der Österreicher einen Namen geben. Wir müssen, um bei diesem Symptom Metapher zu bleiben, zu diesen vielen Symptomen, die wir sehen, die Krankheit beim Namen nennen, damit es eine Heilung überhaupt erst geben kann. Wir müssen das Ganze mit Zahlen, Argumenten wissenschaftlich fundiert unterlegen. Wir müssen die totale Dringlichkeit vor Augen führen. Wir haben eine gewaltige Kraft und Intensität an Informationen, wie es derzeit im patriotischen Lager noch niemals gab, aber ohne eine Spur von Hetze und Populismus. Bis jetzt war es immer so, dass alle Debatten über Islamisierung, Asylbetrug, Sozialbetrug, Migrantenkriminalität eigentlich Ausländer zu Sündenböcken machen. Ja? Aber wir wissen ganz genau, dass Identitäre nicht alle Ausländer sind Salafisten, U-Bahn-Treter, Sozialschmarotzer. Ich habe oft schon gearbeitet in Firmen, Lagerhallen und so weiter, in McDonalds. Und jeder, der das auch gemacht hat, weiß, dass ganz nette, treusorgende Familienväter, Menschen dabei sind, die persönlich einfach irgendwann die persönlich nichts haben kann. Das heißt, wenn man schon beginnt so zu argumentieren, ja, mit diesen Randthemen, dann wird man immer von der Wirklichkeit widerlegt werden. Aber wir hetzen eben nicht, wir suchen keinen Sündenbock in den Ausländern. Wir wissen ganz genau, dass sie nicht unsere Feinde sind. Dass die Austauscher unsere Feinde sind im großen Austausch und nicht die gegeneinander ausgetauscht werden. Wir wissen auch, dass diese massiven milliardenschweren Ströme von Menschen, die heute um den Globus herumgeschoben werden, ja, letztlich etwas sind, das nur der globalen Wirtschaft, den globalen Konzernen dient, aber den Völkern und den Menschen in keinster Weise hilft. Das heißt, wir wollen eigentlich eine Welt der Vielfalt, eine Welt, in der jedes Volk sein eigenes Land hat und auch jeder Fremde, der akzeptiert, dass wir ein Recht auf Heimat haben, ein Recht darauf, mehr in dem eigenen Land zu bleiben, der das akzeptiert, dem geben wir auch klar die Hand. Wir kämpfen, wie gesagt, gegen den großen Austausch, gegen die Austauscher und nicht gegen die, mit denen wir ausgetauscht werden. Wir sind beide Schachfiguren und Opfer in diesem großen Spiel und wir müssen daher die Politiker, ja, die Medien, die unseren Staat, das System lenken, austauschen, bevor sie uns ausgetauscht haben. Wir müssen sie zwingen mit Aktionen, mit
ja, mit Flugzetteln, Aufklebern, Demonstrationen, mit aller Kraft, die wir haben, in allen Gesprächen, die wir einfach uns zur Verfügung stellen, müssen wir sie zwingen, über diese Frage zu reden, diese Frage zum Thema zu machen. Das ist auch auf jeden Fall möglich, das haben wir gesehen in Frankreich, haben wir gesehen bei unseren letzten Aktionen. Wenn man das gut macht und weiß, wie Aktivismus funktioniert, kann man den Medien, Debatten und Themen aufnötigen, selbst wenn sie nicht darüber reden wollen. Und diese Parole, diese Frage muss durch ganz Österreich dringen. Und wir wissen, dass wir in einem Kampf sind, weil wir auch wissen, dass Politiker und Medien sich heute gegen ihr eigenes Volk verschworen haben. Alle Beamten, alle Konzernchefs, die haben im Grunde diesen großen Austausch aus unserer Zukunft schon vorhergesehen. Und wir wissen auch, dass eigentlich, wie der Vater das auch gesagt hat, der liberale und globale Kapitalismus der wahre Urheber ist. Denn lange bevor es eine Asylindustrie gab und linke Ausländerkampagnen, hat die Wirtschaft gefordert, nach Ausland, nach Österreich kommen, dort billig arbeiten, den Lohn drücken und für sie als eine Reservearmee zur Verfügung stehen, wie es Alain de Benoist sagt. Erst später die Linken und die Grünen, die Ausländer als billiges Wahlvieh entdeckt, die SPÖ, die Ausländerghettos als Stimmenfabriken eigentlich, ja, um sich am Leben zu halten, die ganze linksgrüne Gutmenschindustrie ist eingesprungen auf das Thema und lebt davon auch mittlerweile sehr gut, von unserem Steuergeld wohlgemerkt. Das heißt, wir sehen, die Parteien verwenden sehen die Ausländer als Wählerstimmenimport, die Wirtschaft sieht sie als Import von billigen Arbeitskräften und die Multikulti-Industrie bereichert sich dem Ganzen über Steuergelder. Und diese drei Aspekte, ja, die geballte Kraft der Medien, der Politik, der Wirtschaft, wir wissen nämlich, dass die Medien und die Politik das macht, was die Wirtschaft will, steht heute gegen uns, steht heute gegen unser Volk, aber eigentlich auch gegen alle anderen Völker, weil sie weltweit und global die Bedingungen schafft, dass es überhaupt so große Migrationsströme gibt. Das heißt, um es im Großen und Ganzen zu sehen, dass unser Kampf gegen den großen Austausch, der das Ganze so radikal thematisiert wie noch nie, nichts zu tun hat mit Hetze und Populismus, in keinster Weise irgendwie sich auf falsche Feindbilder einschießt, sondern einfach nur grundlegend hinterfragt, warum das Ganze überhaupt passieren soll und muss. Wir fragen also uns grundsätzlich, was passiert, warum das passiert, wer daran schuld ist und ob wir wollen, dass es passiert. Und diese Frage, die wollen wir eigentlich jedem Österreicher ganz konkret und direkt stellen. Und das, was wir machen, diese Kampagne, dieser Ansatz unserer Bewegung, das hat noch keiner bisher gemacht, das gab es noch niemals. Diese Frage wurde noch nie in der klaren Deutlichkeit, frei von jedem Rassismus, Chauvinismus, Ressentiment und frei von diesen Scheinthemen gestellt. Noch niemals wurde diese Frage so klar, so unwiderlegbar und so brutal auf den Punkt gebracht, wie wir das machen und tun wollen. Und ich glaube auch, dass wir damit eigentlich auch ein Neuland betreten. Dass wir, wenn wir diese Kampagne aufstellen, wenn wir als Bewegung ganz klar und authentisch für das eintreten, wofür wir stehen, nämlich 100% Identität, 0% Rassismus, gegen den großen Austausch, für eine Welt der Vielfalt, dann betreten wir damit Neuland und können das Ruder herumreißen, denn es ist noch nicht zu spät. Das ist noch immer der derzeitige Status quo. Ja? Es ist noch möglich, eine Trendwende einzuleiten, herumzureißen, das ist auch nur auf Wien bezogen. Das geht aber nur, wenn wir jetzt in diesem historischen Moment, wie uns das Schicksal zusammengeschweißt hat, als die jetzigen Österreich lebenden Menschen, egal ob Studenten oder Arbeiter, egal ob Jung oder Alte, ja, zusammenarbeiten, und zwar jeder an seiner Stelle. Wenn die jungen Aktivisten, die zum Beispiel schon in der Minderheit sind, auf die Straße gehen und ihr ganzes Leben der Bewegung widmen. Wenn Ältere das nicht mehr können, uns finanziell unterstützen. Wenn die Kreativen uns mit Ideen kommen, ja, mit Material und sonstigen Fähigkeiten, die sie haben. Ja, wie der Daniel zum Beispiel, das ist ein Paradebeispiel dafür. Ja. Wenn die Leute, die Arbeiter und verlässlichen Leute einfach immer wieder da sind und uns helfen, wenn wir alle zusammenarbeiten und uns einsetzen, können wir jetzt das Ruder noch herumreißen. Und das ist der Hauptgrund, warum wir die IB überhaupt aufgebaut haben. Wir haben die nicht aufgebaut, dass wir eine Stammtischgruppe haben, ja, dass wir gemeinsam Bier trinken, das könnten wir auch ohne den Ganzen, ja, sondern als ein Werkzeug. Und in den letzten 3 Jahren, wie wir mit dem begonnen haben, haben wir einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Sie sind in kürzester Zeit die am besten organisierteste, besten strukturierteste, noch wirklich zentral gesteuerte patriotische Bewegung in Österreich geworden. Das in der Form gab es noch nie, in von wenigen Jahren, sind sehr bekannt geworden im patriotischen Lager und schon darüber hinaus. Und jetzt haben wir die Aufgabe, dieses Werkzeug, diese Bewegung, die wir aufgebaut haben, auch einzusetzen. Das Potenzial ist da, wir sehen es vor allem bei Pegida. Wir haben jetzt auch das Wissen, worum es uns geht, der Weg ist da, wir haben die Parole, wir haben die Leute und wir wissen auch, ja, dass es sowas wie uns noch nie gab. Das gibt uns Hoffnung. Dass ein derartiger Ansatz, wie wir gemacht haben, noch nie versucht wurde und dass noch nicht alles gescheitert sein muss, sondern dass wir, wenn wir diese Frage ganz radikal und ganz intensiv und ernst, frei von jedem Ressentiment allen Österreichern stellen, noch ein Aufwecken möglich wäre.
Wir haben dafür eine groß angelegte Kampagne geplant, mit dem Titel Der große Austausch, den wir massiv in die Medien bringen wollen. Das ist ein Entwurf vom Plakat. Könnt ihr vielleicht mal durchgehen lassen? Ja. Ein zweiter Entwurf, das jetzt, der Gedanke ist der, ja, dass eben die, auch um Interesse zu wecken, ja, den Begriff hineinzubringen, und ein kurzer Text, ja, Hashtag zu spät, um den Leuten zu zeigen, es wird einfach nicht gesehen. Das ist das bekannteste Geheimnis unserer Zeit, ein Friedhof Schweigen in Farbe gesagt hat, man darf nicht darüber sprechen, wir müssen aber darüber sprechen. Wir haben eine groß angelegte Kampagne geplant für die nächsten Monate, die in einigen großen Aktionen und unserer Demonstration gipfeln wird. Wir werden österreichweit eine große Menge an Materialien, Aufklärung bestellen. Wir werden auch so kleine Faktenzettel machen, ja, in denen wir die Fakten einfach und klar für euch zusammenfassen. Das ist einmal ein Entwurf, noch in Schwarz-Weiß, könnt ihr auch mal durchgeben lassen. Man kann es kurz auch hier nehmen, um euch zum Infokriegern zu machen. Jeder von euch muss eine freie, radikale Zelle werden, die diese Ideologie des großen Austauschs zerbrechen kann, die Desinformation brechen kann. Ihr müsst die Zahlen können, die Argumente können, ihr müsst die Leute auf den Punkt festnageln können. Weil die meisten Multikultis, die darüber reden, wissen gar nicht, wie viele Hunderttausende Einwanderer pro Jahr. Sie wissen die Geburten- und Sterbezahlen gar nicht. Wenn man das weiß, wenn man das auswendig gelernt hat, kann man jeden von diesen Leuten aufplatteln. Und jede gewonnene Debatte ist ein Schlag gegen diese Desinformation. Zweite Sache, die Ängste nehmen, auf die Leute zugehen und erklären, schau mich an, ich bin ganz normaler Mensch, wie du, wie jeder andere, normale Jugendliche, aber ich bin Patriot, ich stehe gegen den großen Austausch, ich bin identitär. Und dann drittens, vereinen die Leute von diesen Rand- und Scheinthemen, von dieser Scheinopposition, ja, von diesen ganzen verrückten Sekten und Szenen, die es da gibt, ja, im rechten Lager wegbringen und auf die eine große zentrale Frage hin, nämlich gegen den großen Austausch. Wir müssen den Leuten klar machen, dass man nicht mehr wegziehen oder weglaufen kann vor dem, was heute in Europa passiert, dass es keinen Rückzugsraum mehr gibt, sondern dass wir jetzt stehen bleiben müssen, uns umdrehen, uns zur Sache stellen, wo es noch nicht zu spät ist. Und ich kann nur sagen, macht euch schlau, informiert euch, bleibt dran an der Sache. Wir werden in diesem Monat noch ein großes Treffen haben, wo wir das ganze Material dann bestellt haben. Wir werden euch auch alle einladen und einbinden, wenn die Demonstration besprechen. Wir brauchen jetzt jeden Einzelnen, ob alt oder jung, wir brauchen jeden Mann. Jeder muss sich einbringen, jeder muss mitmachen. Diese Kampagne der Zug muss ins Rollen kommen und darf erst dann stehen bleiben, wenn alle Österreicher vor diese Wahl gestellt wurden, wenn alle diesen Begriff kennen und wenn dieser Begriff die Debatten dominiert und nicht mehr zu leugnen ist. Ich glaube, dass wir wirklich in der Lage sind, etwas zu verändern. Ich glaube, dass unsere Generation auch die Aufgabe hat, das zu verändern, dass wir vielleicht zum ersten Mal diese geistige Freiheit haben von der Vergangenheit, von den Ideologien, ja, weder links noch rechts zu sein und diese Frage ganz radikal, neutral und nüchtern stellen können. Ich glaube, dass im Augenblick der höchsten Gefahr diese Rettung, diese Möglichkeit der Rettung immer noch vorhanden ist. Und ich glaube, die Zeit ist jetzt gekommen, wir brauchen euch alle, wir müssen jetzt das Ganze lostreten, Aktion treten und den großen Austausch stoppen, weil der große Austausch muss gestoppt werden, dass wir leben können. Und ich glaube, die Stunde der Patrioten ist jetzt gekommen.